Canon hat jetzt die Cinem EOS C70 veröffentlicht. Das heißt, wir haben da jetzt einige neue Infos und neue Fotos. Außerdem gibt es erste Infos zu einer neuen RF-Kamera, die so wie die 1DX sein soll. Und dann schauen wir uns noch generell die Pläne an von Canon, wo sie vorhaben, in Zukunft hinzugehen, was da alles neu kommen soll. Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Mein Name ist Markus Florschütz, ich bin kreativer Porträtfotograf mit Ehre und mein Ziel ist es, euch dabei zu helfen, die Qualität eurer Fotos und Videos zu steigern. Wie schon vorhin erwähnt, gibt es neue Infos zur Cinema EOS C70. Ihr wisst ja, das ist Canons erste RF-Cinema-Kamera. Deswegen sind die selber total aufgeregt, was das angeht. Ich werde euch jetzt nur die wichtigsten Eckdaten geben und euch die aktuellen Fotos zeigen, weil die Kamera schaut eigentlich relativ gut aus. Durch den neuen Super 35mm DGO-Sensor von Canon habt ihr hier einen Dynamikumfang von mehr als 16 Blendenstufen. Die Kamera kann in 4K 60fps oder 2K 120fps in Super 16mm Crop Mode aufnehmen. Die Kamera kann auch 4K DCI oder UHD bis zu 120fps und 2K DCI oder HD bis zu 180fps aufnehmen. Ihr habt hier ein neues Touch-Menüsystem, eine elektronische Bildstabilisierung, zwei Mini-XLR-Stecker. Die Kamera hat zwei SD-Karten-Slots eingebaut, ein Stereo-Mikrofon und unterstützt die RC-V100-Fernsteuerung. Damit man jetzt an der Kamera auch EF-Objektive nutzen kann, gibt es einen 0.71 EF-to-R-Adapter. Der macht, dass ihr bei Super 35mm in 4K keinen Crop habt. Das heißt, ihr könnt Weitwinkelobjektive auch so nutzen, wie sie genutzt werden sollen. Und zusätzlich habt ihr hier eine Blendenstufe mehr an Licht durch den Adapter. Das Lüftungssystem von dieser Kamera ist unabhängig vom elektronischen System. Das heißt, es wird verhindert, dass Staub und Sand durch die Lüftung in die Kamera kommt. Ihr habt eine super Lüftung und das garantiert euch halt eine Aufnahme ohne Unterbrechung von hohen Bildwiederholungsraten. Die Kamera soll im November 2020 verfügbar sein und wird ungefähr $5.500 kosten. Und der Adapter wird im Dezember 2020 verfügbar sein und ungefähr $600 kosten. Falls ihr am Laufenden bleiben wollt, was Canon News angeht, abonniert auf alle Fälle den Kanal und klickt auch die kleine Glocke an, dann verpasst ihr kein Video mehr. Canon stärkt jetzt seine Broadcast-Objektivpalette um ein weiteres Objektiv. Ich muss es euch vorlesen, ich konnte mir das nicht merken. Es ist das CJ20EX5B 4K UHD Portable Zoom Objektiv. Ihr habt hier eine Reichweite von 5 bis 100 mm mit elektronischer Zoomhilfe. Das ist ein 20-fach Zoom mit eingebauten 2-fach-Extender. Das heißt, ihr habt hier effektiv eine Brennweite von 5 bis 200 mm. Das ist halt für Sportvideografen oder Journalisten wichtig, die halt mit einem Objektiv arbeiten und schnell zwischen Weitwinkel und Zoom wechseln müssen. Dieses Objektiv ist dafür gedacht, dass man es mit Broadcast-Kameras benutzt, die einen 2/3-Inch-Sensor haben. Das Objektiv soll Anfang 2021 verfügbar sein. Canon hat jetzt bei Fujitsu einen FX1000 Supercomputer bestellt für die Produktion. Das soll hoffentlich dabei helfen, dass die Produktionsgeschwindigkeit erhöht wird und die Produktionskosten gesenkt werden. Dieser Computer hat eine theoretische Rechenleistung von 648,8 Teraflops und Canon wird den Computer im Jahr 2021 übernehmen. Durch Corona hat sich jetzt der Veröffentlichungsintervall von Canon für diverse neue Produkte verschoben, ist ja auch ganz klar. Aber es stehen natürlich weitere neue Produkte am Plan. Und zwar unter anderem die C50. Die sollte ja eigentlich parallel zur C70 veröffentlicht werden, aber das hat sich durch die Herausforderung bei der Produktion ein bisschen verzögert und eben durch Corona. Und die Ankündigung für diese Kamera wird jetzt im ersten Quartal 2021 erwartet. Weiter soll noch eine XF 505 im Laufe des Jahres 2020 kommen. Außerdem soll eine XC20 kommen, die war auch für 2020 geplant, wird jetzt aber wahrscheinlich auch Anfang 2021 veröffentlicht und es soll eine neue EOS M50 Mark II rauskommen. Angekündigt war die ursprünglich für Ende 2020, aber ob sich das nicht auch verschiebt, müssen wir abwarten. Es soll auch einiges an neuen Zubehör rauskommen, zum Beispiel ein Speedlight, das soll das neue Flaggschiff werden von den Blitzen. Ist auch schon mehrmals verschoben worden, es gibt aktuell keine Infos, wann der angekündigt ist. Objektive sollen auch ein paar neue rauskommen, zum Beispiel das RF 70-200 Blende 4 LISUSM
ist irgendwann für 2020 angekündigt. Genauso wie das RF 50mm Blende 1.8 STM Objektiv ist auch irgendwann für 2020 angekündigt. Für die erste Hälfte von 2021 soll unter anderem das RF 100-400mm Blende 4.5-7.1 IS STM Objektiv kommen. Zusätzlich soll für die erste Hälfte von 2021 auch noch ein RF 18-45mm Blende 3.5-6.3 Objektiv rauskommen. Und für die zweite Hälfte von 2021 ist das 24mm Makroobjektiv Blende 2.8 IS STM geplant. Und dann ist noch das RF-Objektiv 70-135mm Blende 2 LUSM geplant. Dazu gibt es aber noch kein genaueres Datum. Wie letztens schon erwähnt, hat Canon ja vor, im RF-Bereich auch eine Kamera zu veröffentlichen, die sich mehr auf den Videobereich fokussiert. Es gibt jetzt erste Infos, dass diese Kamera 11 Megapixel haben soll und einen Vollformatsensor. Es ist aber nicht ganz klar, ob das nicht vielleicht doch die Cinema EOS C50 ist. Es gibt einfach noch keine genaueren Infos dazu, das heißt, hier müssen wir selber einfach abwarten. Kommen wir zu der 1DX Mark III auf der RF-Seite. Canon hat vor, so eine Kamera zu produzieren. Wir nennen die jetzt einfach mal EOS R1, das wäre eine logische Bezeichnung. Die Kamera soll ein bisschen mehr Pro sein, soll einen Batteriegriff verbaut haben und einen stärkeren Akku eingebaut haben. Genaueres steht noch nicht fest, bis auf, dass nicht der Sensor von der EOS 1DX Mark III in der neuen RF-Kamera verbaut sein wird. Geplant ist, dass die Kamera im zweiten Halbjahr 2021 angekündigt wird, aber das kann sich natürlich auch verschieben. Es gibt Infos, dass Sony im ersten Quartal 2021 eine neue Pro DSLM-Kamera veröffentlichen wird. Das wäre natürlich für Canon ein Riesenschlag und für alle Canon-Nutzer, weil die warten natürlich, dass endlich eine Pro EOS R-Kamera erscheint. Die neue Sony-Kamera wird einige neue Features haben, und zwar soll an der Kamera eigentlich alles neu sein. Sie wird ein bisschen größer sein, mehr Pro-like, sie wird auch einen Batteriegriff haben, 8K-Video ohne Überhitzen, Dual-Card-Slot, Bildstabilisator, einen neuen Sensor und das Ganze wird ungefähr $6.000 kosten. Außerdem sollen schon ein paar solcher Pro-Bodies im Umlauf sein und getestet werden. Die Firma OnOne hat jetzt eine Porträt-Software entwickelt mit AI, die es Porträtfotografen ermöglicht, Fotos schneller und einfacher zu retuschieren. Bis jetzt ist es ja so, dass man viel Zeit in die Retusche stecken muss, das kann man einfach nicht beschleunigen und da gibt es auch keine Möglichkeit einer Batch-Verarbeitung. Wenn da jetzt mehrere Gesichter im Bild zu sehen sind, dann muss man da einfach jedes Bild einzeln bearbeiten. Und diese AI soll mit einem Mausklick dabei helfen, ja, Gesichter schön zu retuschieren, also Pickel zu entfernen und ein bisschen weich zu zeichnen und halt alles einfach so zu machen, wie es Porträtfotografen eigentlich auch machen. Diese Software soll als eigenständiges Produkt verfügbar sein, aber auch als Plugin für Lightroom, Photoshop und Co. Das wird ungefähr $80 kosten, wobei es jetzt gerade aktuell einen Rabatt gibt. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und auch diesmal gibt es neue Infos von der Firma Laowa. Diesmal hat sie drei neue Weitwinkelobjektive, Cinema-Objektive, für den RF-Anschluss veröffentlicht. Und zwar einmal das 9mm Blende 2.9, das 12mm Blende 2.9 und das 15mm Blende 2.1 Objektiv. All diese Objektive haben auch praktisch gar keine Verzerrung. Ich sage danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns bei den nächsten Canon News. Bis neulich!